Eine Sehschärfe besser zu haben als 100%? Mehr dazu gleich. Widme uns nun deinen Blick. Komm zu Rienhöfer Augenoptik. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Corinna Kosmal und heute geht es um das Thema, ja, kann man eine bessere Sehschärfe eigentlich haben als 100%? Viele haben sich das wahrscheinlich schon gefragt, beim Besuch beim Augenarzt oder bei eurem Augenoptiker. Ja, ihr Sehergebnis ist 125%. Sie haben Adleraugen. Moment mal. 100% ist eigentlich ein Ganzes. Und mehr als 100% zu haben, wie geht das? Ja, es wird leider oftmals falsch formuliert oder falsch euch als Patient oder Kunden rübergebracht. Die Sehschärfe als solches ist erstmal ja eine Maßeinheit beziehungsweise ein Begriff für die Fähigkeit des Auges, verschiedene Konturen scharf zu erkennen. Man hat sich dann überlegt, wie kann man das überhaupt ermitteln? Dafür braucht man eine Maßeinheit und die Maßeinheit, ja, die ist eben der sogenannte Visus, also die Sehschärfe. Der Wissenschaftler Edmund Landolt hat sich irgendwann dann mehrere Dinge dazu einfallen lassen, wie man wirklich die Fähigkeit des Auges ermitteln kann und hat dazu ja einen Landolt-Ring entwickelt. Das ist praktisch ein Gutachter-Sehzeichen, eine sogenannte Optotype, wie wir es als Fachleute nennen. Und das hat eine gewisse Größe. Ich habe es jetzt mal extra groß ausgedruckt, damit ihr überhaupt einmal wisst, worüber wir reden. Und um zu ermitteln, wie gut die Sehschärfe ist, hat man eine vorgegebene Entfernung entwickelt. In seinem Fall sage ich jetzt mal 5 Meter. Und wenn man auf 5 Meter diese Lücke von dem Kreis gerade noch als getrennt erkennen kann, also sagen wir mal auch anders, die Sehschärfe ist halt dafür da, wenn zwei Punkte auf einer gewissen Sehentfernung, in dem Fall sagen wir jetzt mal 5 Meter, gerade noch als getrennt erkannt werden kann, dann hat man eine gewisse Sehqualität oder eine gewisse Sehschärfe. In diesem Fall hat Edmund Landolt entwickelt, dass wenn man auf 5 Meter zwei Punkte, die 1,5 mm voneinander entfernt sind, gerade noch als getrennt erkennen kann, dann entspricht das einer Sehwinkelminute, sprich in unserem Fall gedolmetscht Visus 1,0 gleich 100%. Weil, was soll man denn den Kunden erklären? 1,0 Visus, Winkelminute 1, alles ein bisschen kompliziert. Aber lasst euch nicht verwirren. Es geht letztendlich wirklich darum, wie gut ist die Sehqualität oder das Auflösungsvermögen eures Auges in Verbindung auf ja, die Detailerkennung. Wirklich, worum oder wie gut könnt ihr ganz kleine Dinge voneinander erkennen. Das heißt, ihr könnt also in dem Fall auch mehr als 100% haben, weil ihr dann zwei Punkte, die vielleicht noch enger als 1,5 mm voneinander getrennt sind, also sagen wir mal jetzt vielleicht 1 mm voneinander entfernt, auf eine Entfernung von 5 Metern, könnt ihr so gerade noch als getrennt erkennen, dann habt ihr natürlich ja vielleicht einen Visus dann von 1,2, verdolmetscht dann ja 125 oder 120%. Das ist ein bisschen schwierig, oft wirklich rüberzubringen, aber es wird halt oft leider vereinfacht in der Ausdrucksweise und dadurch werden halt viele verwirrt, weil man denkt, ich kann doch gar nicht besser als 100% sehen. Oder mal angenommen, es wird euch gesagt, ihr habt nur noch 80%. Ist ja eigentlich nicht so richtig. Ihr hättet einen Visus von 0,8. Das heißt, euer Sehen ist ja immer noch sehr gut, weil ihr auf 5 Meter ja wirklich zwei Punkte wirklich noch ganz gut voneinander trennen könnt. Aber dann kriegt man manchmal Angst und denkt, oh, ich habe nur noch 80%. Aber dem ist gar nicht so. Also lasst euch nicht verwirren mit der Aussage 80%, 70%, 60%. Fürs Autofahren muss man wissen, dass man einen Visus pro Auge von 0,7 braucht.
Heißt aber nicht, dass sie nur noch 70% Sehleistung braucht. Ja? Wenn ihr euch das nochmal genauer erklären lassen wollt, kommt einfach bei uns vorbei. Ich male euch das auch gerne nochmal auf. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Sehqualität und ein, ja, schönes Wochenende. Bis dann!